Jo, hallo Leute, jo, da sind wir auch gleich wieder hier beim Table Tennis Gamer mit Isaac, Wrath of the Lamp und einem neuen Run, beziehungsweise dem, dem fortlaufenden Run von letzter Mal, von gestern, von der Folge gestern, die ihr gestern gesehen habt. Und ich hab nochmal, wer sich daran erinnert, ne, Gedankentraining, Gehirntraining und so weiter und so fort, ja, der wird sich daran erinnern, dass ich nochmal nachgucken wollte, wie das mit der Rollentheorie ist, ob da irgendwas war, was jetzt super interessant war. Und ja, ich habe nachgeguckt, aber habe jetzt, ja, auf den Seiten, die ich da gelesen hatte, es ging im Grunde wirklich mehr oder weniger nur darum, um die Selbstdarstellung, beziehungsweise wie andere das wahrnehmen, ob diese Darstellung gerechtfertigt ist, ja. Wenn jemand lügt zum Beispiel, wie sich das auswirkt, wie wir ihm glauben oder wie wir ihm nicht glauben. Ist jetzt aber alles sind das Dinge jetzt gewesen, die jetzt nicht so unglaublich, sag ich mal, ja, die, ja, aber die kann ich kann euch da jetzt keinen Roman erzählen, wenn ich ehrlich bin, nein. Oh, juckt hier. Da, ja, kann ich euch eben jetzt keinen großartigen Roman zu erzählen. Das ist eben relativ klein gefasst, sag ich dann mal. Aber wenn ich da jetzt die Tage mehr gelesen habe, ich werde heute Abend zum Beispiel auch noch weiterlesen, denke ich, habe ich mir zumindest vorgenommen. Dann werden wir da auf jeden Fall schon wieder ein bisschen mehr drüber reden können, über die Rollentheorie. Und mit Sicherheit auch an ein paar interessantere Erkenntnisse noch kommen, denke ich jetzt einfach mal. Aber generell ist es wirklich, wie gesagt, möchte ich nochmal gesagt haben, ein sehr interessantes Thema. Und, ja, Rollentheorie kann schon interessant sein. Aber die Psyche generell finde ich auch sehr interessant. Ne, also so, oh, little Steve, hey, come on! Sauber, kleiner Steven. Yay! Steven, Burn Steven. Mr. Burn Steven. Ich kenne das aus V, die außerirdischen Besucher kommen. Mr. Burn Steven. Sie haben einen Wein bestellt. Was? Ja? Auf Mr. Burn Steven, oder nicht? Und dann nehmen sie ihn mit, weil Mr. Burn Steven, das ist einer der... Da geht es auch um Außerirdische und Aliens. Aber nicht so im Sinne von Science Fiction. Wir rasten vollkommen aus und haben 3 Millionen komische Raumgleiterschiffe, die im Weltraum unglaubliche Schlachten, ja, sich unglaubliche Schlachten liefern. Sondern, das ist geil, da habe ich mein Relikt auch gleich wieder. Das finde ich nice. Nein, sondern da geht es eher darum, dass Außerirdische auf die Welt kommen. Ja, also die kommen mit ihren Raumschiffen. Sind so UFOs halt, also so UFO heißt ja, das ist auch immer lustig, ne, UFO, Leute, der Begriff UFO heißt undefinierbares Flugobjekt oder unidentifizierbares Flugobjekt, das heißt UFO. UFO bringe ich aber immer in Verbindung und viele andere wahrscheinlich auch mit diesen runden Untertassen. Das ist ein UFO aber gar nicht. Ein UFO ist alles, was man nicht identifizieren kann, beziehungsweise ein Flugobjekt, was man gar nicht so kennt, ja, was man eben nicht kennt. Das ist ein UFO, ganz einfach gesagt. Nee, und dann bevölkern die eben die Erde und sagen den Menschen, sie würden in friedlicher Absicht kommen. Manche merken aber, dass die in Wirklichkeit, also die sehen auch aus wie die Menschen, in Wirklichkeit sind das aber so Echsengestalten und die wollen im Grunde nur das Wasser von der Erde haben, da sie auf ihrem Planeten Probleme mit den Rohstoffen haben. Ist also, ne, ist interessant, ne? Wir haben Wasserprobleme und so weiter und so fort. Ist irgendwie interessant, denn sowas wird uns ja auch immer prophezeit und ich glaube, dass der Film wahrscheinlich auch darauf so ein bisschen angespielt hat, ne, also als das als Grund genommen hat. Damals gab es ja diese öffentliche Diskussion, vielleicht nicht ganz so wie heute, aber auch schon, was ist mit Rohstoffen los, wie lange haben wir diese noch, beuten wir die Erde nicht total aus und so weiter und so fort. Das kennen wir alle eigentlich aus der Schule oder wo auch immer sonst her, zu Genüge, würde ich mal ganz einfach behaupten. Nice! Noch ein Health Up und wir kriegen hier schon blaue Herzen ohne Ende. Erstens wegen dem Relikt und zweitens haben wir ja noch, und das spielt nämlich auch oft mit rein oder gut mit rein, haben wir ja noch Dingens hier, ne? Ihr wisst hoffentlich Bescheid, was ich meine oder auch nicht. Wir haben nämlich noch das, ja, die Papstmütze, genau. Die Papstmütze, das wollte ich sagen. So, und nochmal Health Up. Leider haben wir jetzt keinen Cancer mehr, aber das geht trotzdem. Die Lampe ist wichtig, Leute. Gut, dass ich die mitgenommen habe. Die ist nämlich echt wichtig, glaube ich, die Lampe. Mit der können wir nämlich gut was reißen, was wir sonst so alleine vielleicht nicht reißen können. Ach, keine Rückmeldung bei Isaac. Das ist ja öfter so, wenn wir zu The Womp gehen oder The Whom. Nee, die Aliens, Leute. Das ist auch eine interessante Thematik mit Außerirdischen. Es gibt irgendeine Formel, nach der
ja, es zu 99% oder 90% anderes Leben noch im Universum gibt. Aber möchte jetzt eigentlich nicht drüber sprechen, über Erich von Däniken und die ganzen Alien- und außerirdischen Fanatiker. Es ist auch viel Fanatismus mit dem Spiel und viel so, ha, wir erzählen mal was und ha. Ne, das kennt man ja auch. So, ja, jetzt ist, ach, der Ton ist wieder weg. Stimmt, habe ich ganz vergessen. Ah, Moment, ich glaube nämlich, dass der Endgegner eher hier sein müsste. Weil da unten der Geheimraum, keine Ahnung, ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass der Endgegner am Geheimraum hockt. Das, ich weiß, das konnte ich mir schon mal nicht vorstellen und dann war es so, in der Tat. Aber ich glaube irgendwie, nee, da glaube ich jetzt zumindest nicht dran. Ich glaube nicht dran, dass er in diesem Run da ist. Vielleicht ist er jetzt in diesem Run auch wieder da, wäre natürlich besonders ärgerlich, wenn wir dann hier falsch rumlaufen. Aber egal, ich versuch's mal. Ich glaube, ich vertraue jetzt einfach mal auf... Oh, wow, aua, da habe ich doch einen Treffer kassiert, shit. Ich vertraue jetzt einfach mal auf das, was ich glaube. Und das, was ich glaube, sagt mir, der Endgegner ist nicht da. Es wollten auch mal einige von euch, dass ich über Religion spreche. Über Religion kann ich aber eigentlich gar nicht so viel reden, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn, was soll ich über Religion reden, Freunde? Oh, fuck, fuck, fuck. Shit, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich wollte schon Entschuldigung sagen, aber Entschuldigung. Ja, okay, hier ist er aber definitiv wohl... Wow, bin ich da reingelaufen. Definitiv auch nicht. Ich bin ja mal gespannt, ob wir den Tod wieder als Gegner hier haben. Ne? Wenn wir den Tod haben, dann würde ich ja wenigstens mein Cube of Meat voll kriegen. Hier unten vielleicht, glaube ich aber auch nicht dran. Nee, ist er auch nicht. Ja, ist schon ärgerlich, wenn man den dann wieder nicht findet. So, komm, geh mal weg. Nein, puh. Und, na, doch, hat geklappt, sauber. Was habe ich erzählt? Ich habe schon wieder vergessen, was ich erzählt habe. Ah Gott, Religion, ja genau. Aber da kann ich gar nicht so viel zu sagen, ne? Also ich bin evangelisch, kann ich euch sagen. Warum ich die Kirchensteuer zahle, obwohl ich nicht mehr an Gott glaube oder nicht aus der Kirche, was heißt nicht mehr an Gott glaube. So richtig, ich habe mir da vorher nie so Gedanken dran gemacht, wie sehr ich an Gott glaube. Ich bin zu dem Schluss gegangen, für mich gibt es keinen Gott. Also eher bin ich Atheist. Warum bleibe ich dennoch in der Kirche? Hier einfach die Kurzfassung, weil es Menschen gibt, die das Geld brauchen, was ich in die Kirche einzahle. Man kann sagen, die Kirche verwendet das Geld falsch, aber die Diakonie hängt damit drin. Und die Diakonie, auch wenn sie nicht immer das tut, was ich vielleicht für richtig halte, das muss sie aber auch nicht. Ne? Ich halte andere Dinge für richtig als die Diakonie und ihr haltet wieder andere Dinge als ich für wichtig und als die Diakonie zusammen und... Da muss ich auch nicht alles für richtig halten, aber mit dem Geld wird trotzdem manchen Menschen geholfen und manche Menschen bekommen durch die Diakonie, seien es ältere Leute im Altenheim, ja, die von der Diakonie finanziert sind, ja, die ich dann auch irgendwie indirekt mit unterstütze mit meinen Kirchensteuern. Von mir aus auch die, ne, solange es ein paar Menschen irgendwie in irgendeiner Art und Weise glücklich macht und irgendwie das Geld denen hilft, ist das in Ordnung. Deswegen zahle ich meine Kirchensteuern und werde da auch nicht, also beziehungsweise jetzt zahle ich die, glaube ich, noch gar nicht. Meine Eltern zahlen die. Aber, oder ich weiß gar nicht, ab wann man die zahlen muss. Muss man die ab 18 zahlen? Das weiß ich gerade gar nicht. Wie ist das mit den Kirchensteuern? Keine Ahnung. Wenn ich auf jeden Fall selber welche zahlen muss, werde ich sie auf jeden Fall weiterzahlen. Ich werde nicht aus der Kirche austreten, da ich denke, dass dieses Geld durchaus noch für etwas mehr oder weniger Sinnvolles benutzt wird und es Leuten noch hilft. So, das war dazu. Ansonsten kann ich nicht viel dazu sagen. Was ich euch nur sagen kann, ist zum Beispiel, wenn es um die Muslime geht, dass da oft leider viel, viel falsch verstanden wird. Gerade in Deutschland auch. Ich weiß nicht, wie krass das in anderen Ländern ist, aber ich weiß, dass in Deutschland ja ein ziemlicher Hass gegen... Also was heißt in Deutschland, in vielen Ländern, ja doch schon in vielen Ländern, ein relativ großer Hass gegen die Muslime geschürt wird. Und ohne Frage, es ist so leider, dass in Deutschland meiner Meinung nach auch viele, viele eher der arabischen Vertreter sich nicht so gut integrieren und da eher Stress machen. Aber das hat nichts mit deren Religion zu tun und auch der Terrorismuskampf, der zum Beispiel von Amerika, sei mal dahingestellt, ob das nun ein Kampf ist, der nötig ist oder nicht. Aber der da betrieben wird, dieser Glaube, der da vermittelt wird oder das Bild, was von dem muslimischen, islamischen Glauben vermittelt wird, ist nicht das, was der muslimische, islamische Glauben im Grundkern ist. Ja, denn im Grunde ist der Islam eine super friedliche Religion, Leute. Ja, das viele wissen das vielleicht nicht, aber der Koran und so, der predigt im Grunde auch davon, ne, dass man sich lieb haben soll, jetzt mal auf eine ganz dumme und absurde Art und Weise gesagt so, ne, aber... Im Grunde ist der Islam wirklich eine sehr friedliche Religion
Und diese ganze Dschihad-Sache und so, das sind halt alles Erscheinungen, die da irgendwie mitschwimmen in unserem Gebrauch so. Aber im Grunde ist das nicht so der Kern, ne? Sondern das ist eher die Mohammed-Sachen auch und so. Und das ist eher die Sachen, die dann früher während den Kreuzzügen, ne? Da kann sich die christliche Kirche ja auch nicht unbedingt eine weiße Weste anziehen. Also insofern ist da wirklich viel ist da so negativ behaftet, obwohl es gar nicht negativ ist. Was auf jeden Fall für euch, was euch auch klar sein sollte, ist, dass der Islam und die Muslime, das sind keine bösen Terroristen oder sowas. Das ist halt Mediengewalt, das wird immer so dargestellt. Sondern der Islam ist im Grunde eine ganz friedliche Religion. Vielleicht sogar teilweise noch weniger schlimm als manche Aktionen der Christen. Das will ich jetzt aber nicht bewerten. Nicht wirklich, will ich jetzt nicht wirklich eine Aussage drüber treffen, ne? Aber es ist im Grunde eine friedliche Religion und es wird dem Islam da oft zu Unrecht was angekreidet, finde ich zumindest auch. Ja, und ich kenne auch viele friedliche Moslems und Muslime und Leute, die halt islamischen Glauben sind, kenne ich viele friedliche. Und im Grunde sind viele die Leute, die Ausländer, die ich kenne, die nicht freundlich sind. Das hat aber, glaube ich, auch nichts mit deren Religion zu tun, dass die nicht freundlich sind. Sondern da könnte das auch ein Deutscher sein. Das liegt einfach daran, dass die nicht freundlich sind und nicht, weil die eine bestimmte Glaubensrichtung haben. Ne? Also das sind so meine Erfahrungen. Ich habe eigentlich noch keine schlechten Erfahrungen. Nö, ich habe noch nie eine schlechte Erfahrung gemacht mit dem muslimischen oder islamischen Glauben an sich. Noch nie. Es ist noch nie so, dass ich ein Problem hatte mit jemandem aufgrund des Glaubens, weil er mir jetzt erzählt hat, er muss da den Dschihad machen oder so oder muss seinen Glauben zwanghaft verbreiten oder so. Nö, habe ich noch nie gehabt. Eigentlich sind Muslime, die ich so kennengelernt habe, die auch menschlich jetzt, sage ich mal, nicht so auf Krawall sind. Da gibt es ja aber auch genug Deutsche, wie gesagt. Die sind wirklich eigentlich sehr respektvoll und behandeln einen als Menschen auch wirklich sehr respektvoll. Da habe ich eigentlich noch nie so schlechte Erfahrungen mitgemacht. Aber wird halt immer durch die Medien suggeriert, dass die schlecht wären, ne? Das ist halt, da sieht man schon Medien manipulieren und so weiter und so fort. Da muss man halt immer seinen Kopf auch ein bisschen selber einschalten, sich ein bisschen selbst mal informieren, was denn vielleicht die Religionen so ausmacht oder die Glaubensrichtungen. Und wir waren schon mal in der Moschee mit der Schule. Das war auch ganz schön. Natürlich, also mit den Grundsätzen jetzt da teilweise, da stimme ich nicht überein. Also ich finde jetzt nicht, dass eine Frau ein Kopftuch tragen muss. Ich weiß gar nicht, ich glaube, einige sagen, das ist Auslegungssache im Koran mit dem Kopftuch. Vielleicht weiß das einer von euch, ne? Aber, da stimme ich jetzt nicht so mit überein, wenn das da so drinstehen sollte. Das weiß ich in der Tat gerade nicht. Und ich finde es teilweise auch ein bisschen übertrieben, dass einige Musliminnen fordern, dass sie überall das Kopftuch tragen dürfen. In muslimischen Ländern ist es nämlich so, das hat mir mal eine Muslimin erzählt, die da ein bisschen anders eingestellt war, ist es so, dass in den muslimischen Ländern selbst, nämlich man in öffentlichen Gebäuden wohl kein Kopftuch tragen darf. Hier wird es dann gefordert und manche Politiker hier setzen das dann auch durch. Finde ich nicht ganz in Ordnung, ne? Aber okay. Aber ansonsten, ey, pff. Also, ich habe absolut nichts gegen Muslime oder so, Leute. Ne? Nur damit ihr das wisst. Nicht, dass da vielleicht ein falsches Bild aufkommt manchmal, wenn ich über Integration rede. Weil da habe ich ein bisschen ein anderes Bild als wahrscheinlich die meisten. Ich finde, man sollte sich integrieren. Und wer sich nicht integriert, der hat hier auch eigentlich nichts zu suchen, finde ich. Denn wenn ich vergleiche das halt auch immer so manchmal mit mir, aber für mich ist es selbstverständlich, wenn ich in ein fremdes Land komme, lerne ich die Sprache. Deswegen würde ich auch jetzt erstmal nicht nach England ziehen, weil ich die Sprache nicht gut genug beherrsche, als dass ich sagen könnte, ja, guck mal hier, ich beherrsche die englische Sprache jetzt so gut. Also wenn ich irgendwann mal so gut Englisch können sollte, dass ich wirklich das sehr gut kann, fließend und auch richtig und da wirklich auch arbeiten könnte oder so, ne? Dann würde ich sagen, okay, wenn mich irgendetwas dazu anstacheln würde, nach Amerika zu ziehen oder nach England, dann würde ich da auch hinziehen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich würde nach Japan auswandern wollen, dann würde ich die Sprache vorher lernen. Egal wie lange das dauert, dann würde ich die Sprache vorher lernen wollen. Und wenn ich zum Beispiel keine Zeit habe und schnell nach Japan auswandern muss, weil irgendwas passiert ist, ja, dann würde ich mich halt beeilen, ne? Da muss man sich eben beeilen. Beziehungsweise, oder, nee, nicht beeilen, hey, das war jetzt ein bisschen Brain AFK gedacht. Dann würde ich da halt hingehen und würde aber dann gucken, dass ich
von selbst irgendwie die Sprache hinkriege, dass ich mir die lehren lasse, ne? Oder das beibringe. Aber ich finde es falsch, dass der Staat für Migranten, dass der Staat die Verantwortung für Migranten übernehmen muss, in dem Sinne, dass er denen die Sprache beibringen muss, ne? Das finde ich nicht in Ordnung. Das muss vom Menschen selbst kommen, das muss der Migrant meines Erachtens nach selbst machen. Er muss selbst den Willen haben, die Sprache zu lernen, und er muss selbst sich darum kümmern, die Sprache des Landes, in das er zieht, zu können oder zu lernen oder wie auch immer. Aber nun gut, das ist ein großes Fass mit der Integration. Da kann man auch wieder der Meinung sein oder der, aber für mich hat Integration, geht für mich um Grundsachen. Ja, also wenn ich über die Integration rede oder von mir aus da was meine, was erzähle, dann geht es mir darum, ja wirklich um die Grundsachen eben, ne? Um so Sachen wie Sprache. Da ist es mir egal, ob das jetzt ein Türke, eine Libanesin, eine aus China, eine aus Japan oder sonst woher ist. Ist mir egal. Es geht mir dann generell darum, ob die Leute die Sprache lernen, wann sie die lernen sollten. Ne, solche Dinge eben. Nein! Damage! Puh! Das ist nicht gut, Leute. Scheiße! Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Was war das denn hier? Isaac was good today. Ah, das war direkt mit All Stats Up, ne? Wisst ihr, was wir machen? Wir machen jetzt einfach die Challenge noch eben. Ah, fuck! Das habe ich ja verpasst. Boah, wie ging das denn nochmal? Man konnte nämlich schnell den Charakter wechseln. Moment, Challenges. Habe ich Judas? Nein, jetzt habe ich Eve getroffen. Shit, ich will das mit Judas spielen. Ja, alles klar. So, wir spielen das nämlich jetzt mit Judas, Leute. Da geht das nämlich schneller und dann können wir das in der Zeit auch noch schaffen. Und ihr habt dann ein Part sozusagen. Ah, das... Obwohl, naja, okay. Ne, dann... Stimmt, wir haben... Ah, wir haben ja gar keinen Goldraum. Stimmt, wir haben keinen Goldraum, Leute. Gerade ganz vergessen. Ja, guck mal doch mal, wie wir uns in der Challenge zu schlagen. Die ist nämlich auch eigentlich nicht ganz so einfach. Finde ich zumindest, dass sie nicht so einfach ist. Aber wo geht, ne? Was müssen wir machen? Wir müssen die Mutter besiegen. Obwohl doch, den Mutters Hart müssen wir besiegen. Obwohl doch, das geht sogar. Doch, das kann man. Das kann man relativ gut schaffen. Doch, kann man. Ja, schon. Finde ich schon. Kann man relativ gut schaffen. Gehen wir mal reingucken. Ja, eine Leiter braucht man jetzt nicht wirklich, ne? Aber einen Schlüssel können wir mal mitnehmen für den nächsten Shop oder so. So, was haben wir hier noch drin? So, eins, ja. Geheimraum braucht man. Ja, hätten wir auch da reingehen. Ja, ist eben im Grunde egal. Die Bombe wäre oder so gestorben, sag ich mal. So. Nee, aber so, ne, Integration ist wieder was anderes. Aber ich habe, ne, Religion so generell, wie gesagt, Religion ist etwas, das gibt unglaublich vielen Menschen Halt, gerade älteren Leuten, das merke ich auch hier in der Umgebung. Eine unserer Nachbarinnen zum Beispiel, die ist sehr alt, die hat ihren Mann verloren und ist dann auch, die war vorher auch schon religiös, aber seitdem macht die noch viel, viel mehr in der Kirche und ist selber schon sehr alt, aber hilft immer noch anderen Menschen, auch anderen älteren Menschen, die Probleme haben irgendwie. Und viele werden dann auch eben religiös und machen viel in der Kirche oder glauben dann an Gott und denken, dass er ihnen hilft, durch das Leben zu kommen. Ist alles wunderbar und ich finde, das ist ja auch eine ganz schöne Sache, oder nicht? Für Leute, die so, ne, irgendwie denen eine gewisse Hoffnung fehlt, wenn denen das Halt gibt, habe ich da absolut nichts gegen. Ohne, ne, sehe ich gar kein Problem. Auch wenn es für mich selber vielleicht nicht das ist und ich sage, nö, ich halte davon nicht viel oder... Ich glaube daran nicht, aber für andere Menschen ist das schön. Es ist halt eben eine Glaubenssache. Jeder Mensch, glaube ich, braucht irgendwas, an das er glaubt. Egal, was es ist. Ob es nun die Religion ist, die Philosophie oder ob es einzelne Charaktere aus Serien vielleicht auch sind. Egal, was es ist, die Wissenschaft oder was auch immer. Jeder Mensch braucht irgendwas, glaube ich, an das er glauben kann, was ihm Halt gibt in schwierigen Situationen vielleicht auch. Und da ist vollkommen egal, was das ist, finde ich. Ja, und wenn es die Religion ist. Religion produziert natürlich auch manchmal Kriege, aber ich glaube, in der heutigen Zeit sind viel mehr politische Systeme, ja, viel mehr politische Systeme produzieren Kriege und Ungerechtigkeiten auf der Welt. Ich glaube, da sind kirchliche Dinge oder ist die Kirche, die Religion noch das kleinste Thema, denn so wie ich das immer mitkriege, geht die Religion und die Kirche auch sehr zurück, obwohl Religion und Kirche auch nochmal zwei ganz verschiedene Dinge sind, die man natürlich auch unterscheiden muss irgendwie.
Aber ich glaube, Kriege durch Religion sind immer noch vorhanden, aber eher relativ selten. Also wenn er jetzt sagt hier den, ne, wie gesagt, den Islamisten und Terror und so, das ist für mich kein Krieg im Sinne des Glaubens, das ist für mich ein Krieg, der unter dem Deckmantel des Glaubens geführt wird von einigen Menschen, aber die haben nicht wirklich was mit dem Glauben am Hut. Die benutzen den Glauben, aber der Glaube an sich hat da vielleicht nicht viel mit zu tun. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das ist, ne, es hat dadurch, dass es was mit dem Glauben zu tun hat, produziert der Glaube das ja schon irgendwie, weil wenn es den Glauben nicht geben würde, könnte er auch nicht benutzt werden. Aber, ja, keine Ahnung. Das ist so, kann man natürlich auch sagen. Obwohl für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, diese ganze Afghanistan-Sache und diese ganze Terrorakt und so. Ich habe letztens auf Obamas, ich folge Obama auf Twitter, ja. Habe ich sehr interessant, da hat er getwittert oder wie auch immer, irgendwelche Vertreter von ihm, ich habe keine Ahnung, ob er seinen Twitter-Account selber wirklich führt oder ob das irgendwelche anderen Leute sind. Auf jeden Fall hat er getwittert, dass Ende nächsten Jahres, ja, also 2014, wohl der Krieg mit dem Osten beendet wäre. Sind mal gespannt, Herr Obama, ob das denn so dann sein wird, ne? Ich glaube eigentlich nicht so daran, aber lass mal uns mal überraschen. Vielleicht hat der gute Obama da ja was noch im Nähkästchen versteckt für übernächstes Jahr. Man weiß es nicht. Nee, aber da, ne, muss man immer gucken. Ich glaube, politische Systeme führen momentan viel mehr Kriege herbei als alles andere und diese ganzen wirtschaftlichen Systeme und politische Systeme, das ist... Ah, ist eh so eine Sache, die mir auch mehr oder weniger so ein bisschen auf den Nerv geht, wenn ich ehrlich bin. Da wird auch so viel rumgefeilscht und so. Und jetzt sagt er wieder, die T ist ein Verschwörungstheoretiker, aber das mit dem Verschwörungstheoretiker hatten wir ja schon mal in dem einen Part. Könnt ihr euch nochmal anhören, wenn ihr nicht mehr wisst, was ich meine. Ne? Jeder ist ein Verschwörungstheoretiker, so ungefähr. Ihr wisst Bescheid, Leute. Ja, wir sind ja die Isaac Group. Immer neu dabei, wenn es um Definitionen aller Art geht und was weiß ich nicht. Argumentationen aller Klassen. Wir sind immer dabei. So, komm mal her. Die Isaac-Parts bilden uns alle. Nee, ob ein Isaac-Part von mir in irgendeiner Art und Weise bilden kann, weiß ich nicht. Ich glaube aber mal eher nicht wirklich. Zumindest nicht so, dass irgendwie eine absolute Bildung. Vielleicht kann ich euch ein bisschen inspirieren zu irgendwas, dass ihr das ein oder andere Thema euch nochmal genauer anguckt. Das wäre eigentlich das, was für mich so, das, ja, wenn ich das bei nur einem Menschen von den Leuten, die gerade zuhören, hier schaffe, dass ich ihn für irgendetwas inspirieren oder begeistern kann, dass er sagt, ey, das Thema war interessant vom TT, das gucke ich mir genauer an. Ja, Leute, dann habe ich meinen Auftrag schon vollkommen erfüllt, finde ich. Dann ist mein Auftrag hier, mein Lehrauftrag auf YouTube, außer vielleicht ein bisschen Unterhaltung, way, ist der schon voll erfüllt. Ja, das ist natürlich ein sehr schöner Raum. Da freue ich mich jetzt auch mit dem Greed hier zusammen. Ne, Greed? Freuen wir uns, oder? Freuen wir uns, sagst du auch, ne? Freuen wir uns. Aua. Da habe ich jetzt extrem viel abgezogen bekommen. Das war echt nicht gut. Ich hätte eigentlich gerne mal den Bossraum. Wir sind ja in der XL-Ebene, ne? Ja, ich hätte schon gerne den... Aua. Den Aua-Raum auch vielleicht, den Error-Raum. Aber nein, im Grunde hätte ich gerne den Boss-Raum. Also gib mal her hier. Gib mal ein bisschen Frieden. Gib mal ein bisschen Frieden. Error-Raum ist auch gut. Der Error-Raum ist gut. Nice! Celtic Cross. Nehmen wir mit. Nice! Nice! Jetzt kriegen wir zwar keine Endboss-Dinger. Und ja, nehmen wir auch mit. 10 Bomben. Jetzt sind wir direkt in den Tiefen, ne? Jetzt haben wir keinen Boss. Wir haben keine Boss-Items bekommen, Leute. Oh oh. Gerade mal was getrunken. Keine Boss-Items. Aua. Das ist natürlich schon ein bisschen übel, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Aber keine Boss-Items. Das kann uns schon den Tod kosten. Ey, wenn ich jetzt hier auch noch sterbe, ne? Irgendwie bei der Challenge. Dann haben wir die letzten 3 Run-Versuche gar nichts hingekriegt. Mein Isaac-Skill lässt nach, glaube ich. Das ist jetzt, weil ich nicht mehr jeden Tag zocke. Glaube ich manchmal echt, dass das dann nachlässt. Komm, einen mach mal. Ja! Bam! Aber das Glück ist immer noch auf meiner Seite. Manchmal zumindest. So, komm, geh mal her hier.
Geh kaputt. Nein! Geh doch Schrott. Ja. Sauber, nice. Nein. Ja, nein. Ja, nein, ja. Und? Ja! Da, Famka! So muss das sein. Warte, The Depths lese ich gerade. Oh nein, das ist schon wieder eine XL-Ebene. Sind das nur XL-Ebenen? Nee, die erste war doch keine, oder? Boah, ich hab Schluck auf. Sorry, Leute. Ist doch blöd. Ich will keine XL-Ebene. Wäre eigentlich nur den Boss machen. Shop finden, Boss machen, gehen. Das ist die Devise. Wir haben schon wieder voll spät, Leute. Ich bin voll late hier. Es wird immer so spät in letzter Zeit. Aber was heißt so spät? Ich versuche mal so gegen 10 Uhr ins Bett zu gehen. Klappt nicht immer. Beziehungsweise hat noch kaum geklappt. Außer einmal, glaube ich. Ansonsten war es 10:30 oder 11. Also 10:30 finde ich jetzt auch noch nicht so schlimm. 10:30 geht auch noch. Ah, the ground inside. Oder nee, investigate. Doch, the ground inside. The game inside. Ground inside, game inside. All the same. Oh, komm her. Ach du Scheiße. Oh. So, komm mal her. Geh mal weg, mein lieber Freund. So, verzieh dich, Kollege Mr. Amsterdam. Kennt ihr den Mr. Hamster Doom von Lilo und Stitch? Boah, Lilo und Stitch habe ich ja damals gesuchtet. Boah, war das geil. Da gab es auch ein Spiel zu für ein Game Boy Color. Oder, nee, für ein Advance war das, glaube ich. Boah, habe ich das gesuchtet. Das habe ich auf der Fahrt nach, in den Urlaub gesuchtet. Das weiß ich noch. Als wir nach Sylt gefahren sind, habe ich das gesuchtet. Wow! Nice! Okay, meine lieben Freunde. Wo ist der Endgegnerraum? Wo ist der Shop? Komm, erpresse ihr Lösegeld. Ich will nicht euer Kohle. Nicht eure Kohle. Ich will nur euer Geld. All euer Geld, euer Lösegeld. Euer Weihnachtsgeld will ich haben. Eure Gans. Eure Weihnachtsgans. All eure Gänse. Nein. Will ich nicht haben. Ich will aber den Boss jetzt haben. Komm, gib mir bitte den Boss, meine lieben Freunde. Ich habe genug erzählt heute. Habe heute über Religion, über Rollentheorie, ich habe über dies, über das gesprochen, über Organspende haben wir gesprochen. Okay, da haben wir im letzten Part drüber gesprochen, aber ich habe da heute drüber gesprochen. Ich kann euch jetzt noch einen vom Darwinismus erzählen. Hatte ich letztens auch einen, der hat runtergeschrieben, dass es ja zwei Versionen vom Darwinismus gäbe. Und der man deswegen, weil es zwei Versionen gibt, den Darwinismus schon vergessen könnte. Leute, es gibt nicht zwei Versionen vom Darwinismus, also zumindest, natürlich, es gibt den Sozialdarwinismus und so weiter und so fort, gibt vielleicht schon mehrere Versionen vom Darwinismus, aber das, was er meinte, da gibt es nicht zwei Versionen von, weil er meinte, man könnte Survival of the Fittest in zweierlei Hinsicht übersetzen. Nee, tut mir leid, kann man nicht, denn der Darwin meinte nur eine Version und es ist auch nur eine Version biologisch anerkannt und das ist die Version der derjenige, der am angepasstesten ist, überlebt, beziehungsweise der, der sich am schnellsten und besten anpasst. Der am besten angepasste überlebt. Ja, und Survival of the Fittest ist nicht gemeint, der Stärkste überlebt, Leute. Nein, sondern der am besten angepasste überlebt. Kommt in der Natur nicht darauf an, wie stark man ist. Ansonsten würden ja irgendwie die Dinosaurier noch leben, ne? Denn die waren ja wohl besonders kräftig, was ihre Muskeln angeht. Aber die waren zwar besonders kräftig, was ihre Muskeln angeht, doch leider konnten sie sich nicht schnell genug anpassen. Sie konnten sich in Lebenssituationen nicht schnell genug anpassen und deswegen mussten sie leider aussterben. Sie waren zwar stark, aber man muss sich schnell den Lebenssituationen anpassen können. Und deswegen, es gibt nur diese Version. Da gibt es keine andere, die der Stärkste überlebt. Ist einfach eine Fehlübersetzung. Und Leute, die das glauben, dass der Darwinismus da etwas mit zu tun hat oder so, die sind einfach nicht richtig informiert und wissen nicht, was wissenschaftlich anerkannt ist. Obwohl ja die darwinistische Theorie recht schlüssig ist, aber nun auch nicht bewiesen werden kann. Ne? Das muss man ja nun auch mal sagen. Deswegen gibt es ja auch Leute, die wirklich der Meinung sind, dass mit dem Darwin ist, die Evolution ist komplett falsch, der Misslingling fehlt, sagen einige ja, und ne, das ist dann für andere wieder, ne, also da sind wir auch wieder an dem Punkt, die Gott-Theorie, dass Gott uns geschaffen hat und dass es einen Gott wirklich gibt, kann nicht ausgeschlossen werden, man kann es nicht ausschließen, man kann es nicht widerlegen.
Man kann nicht beweisen, dass es keinen Gott gibt. Man kann aber auch nicht beweisen, dass es einen Gott gibt. Das ist immer diese Schöne an der Sache. Und deswegen ist der Glaube alles, was uns da übrig bleibt. Und der Glaube nach Indizien kann natürlich auch. Man kann natürlich verschiedene Indizien ansehen und dann gucken, was am wahrscheinlichsten irgendwie, ne? Geht natürlich auch. So, wir sind schon wieder hier sehr, sehr gut, ne? Weil wir finden wieder alles, nur nicht den Bossraum. Und den finden wir wirklich nicht. Das ist unfassbar. Ich finde den scheiß Bossraum nie. Das regt mich voll auf, Leute. Das regt mich richtig auf, dass ich den nie finde. Weil ich habe keinen Bock, hier mal 8 Stunden rumzulaufen und den nicht zu finden. Ich will den finden. Vor allem jetzt, wo ich gar nicht so viel Zeit habe. Weil ich noch lesen wollte. Ich wollte noch lesen. I would read something. So, komm her. Geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Ja, ich glaube, da müssen wir mal kurz das ein bisschen entzerren. So. So. Und, ja, natürlich finde ich ihn immer noch nicht. Welch Wunder doch auch. Und vielleicht hier. Ey, das gibt's doch gar nicht, oder? Wie oft soll ich den jetzt noch nicht finden? Hallo? Bist du vielleicht auch mal irgendwann zu Hause Endgegner oder so vielleicht? Keine Ahnung. Hast du da mal Lust zu? Hast du mal keine Lust zu? Willst du mal vorbeischauen? Willst du mal nicht vorbeischauen irgendwie? Ich hätte dich gerne. Tears Up ist zwar nice, aber ich hätte auch den Endboss gerne. Ja, kennt er nichts, da macht er nichts. Er will nicht mit mir kooperieren, glaube ich. Der will kein Let's Play Together mit mir machen, der Endgegner. Hör mal, Endgegner, was ist da los mit dir bitte? Ich will ein Let's Play Together mit dir. Und was machst du? Nix machst du. Kein Let's Play Together oder was? Komm schon. Das gibt's doch nicht. Wo soll der denn sein, Leute? Ich krieg zu viel. Ey, ich wollte eigentlich jetzt schnell die Challenge machen und nicht hier noch 8 Stunden warten. Ja, guck mal. So, Schlüssel haben wir genug. Ach, da ist ja Endboss. Hör mal, das ist ja unfassbar nett von dir. Dass du dich auch mal blicken lässt. Muss ich ja schon sagen, ne? Finde ich schon unfassbar nett von dir. Dankeschön. Kriegen wir nochmal einen Schlüssel. Brauchen wir zwar nicht, weil in die Chest kommen wir eh nicht. So, und das... Ach nein, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Das hätte ich bei der Mutter einsetzen sollen, doch nicht beim Loki. Ah, wisst ihr was? Ist im Grunde jetzt egal, ob wir jetzt beim Loki haben oder bei der Mutter hinterher. Komm, ist nicht so weiter schlimm. So, Range nehmen wir mit. Braucht zwar eigentlich keiner, aber egal. So, Mutter. So, und jetzt komm schon. Mach hin, mach hin, mach hin. Maschine, 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 ma. Maschine, 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 ma. Maschine, 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 ma. Maschine, 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 ma. Oh nein, ich muss mein Herz behalten. Mein weißes Herz muss ich behalten. Shit. Oh, das könnte knapp werden. Wenn jetzt noch ein Gegner da rauskommt und mich richtig abzieht. Ja, okay, der zieht mich nicht ab. So, gute Chancen. Komm schon, bring das Kind nach Hause hier. Hälfte Leben hat sie schon verloren, die gute Mutter. Jetzt muss nur noch die Hälfte her. Komm, schlag ihr das Hälfte. Das Hälfte, genau. Schlag ihr die Hälfte weg. Weg mit dir, Mutter. Isaac, ich hab Angst. Wow. Isaac. Ja, komm jetzt hier. Mach hin, Mutter. Nur noch ganz wenig. Vielleicht ein Zehntel, ein Achtel, ein Elftel. Ein 300stel fehlt nur noch. Ganz wenig. Und komm schon, komm schon. Oh, boom, da ist sie weg. Shot speed up. Deine Mutter. Oder eben auch gehabt, ne? Und wir nehmen Polaroid mit. Warum nehmen wir Polaroid mit? Einfach, weil wir es können, nicht weil wir es brauchen. The Womp One. The Hump. The Hump. 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 Humpelbeine. Keine Ahnung. Ich weiß immer noch nicht, wie man das richtig ausspricht. Aber unsere Lehrerin hat es letztens gesagt, irgendwie, weil wir da, glaube ich, irgendwas mit zu tun hatten oder so. The Hump. Die hat gesagt, Hump. Ich glaube, so heißt das auch. So hatte mir auch mal jemand runtergeschrieben. So, jetzt hoffe ich nur, dass ich nicht wieder spiele. Alles, was ich... Ich darf alles finden, nur nicht den Bossraum. Den muss ich zuletzt finden. Auf das Spiel habe ich nämlich jetzt eigentlich nicht ganz so große Lust, wenn ich mal ehrlich bin. Ne? Wenn ich mal ehrlich bin, habe ich da jetzt gerade nicht ganz so große Lust drauf. Oh, auf das Spiel. Wir machen hier Loki... Nee, was ist das? Wie heißen die Würmer nochmal? Keine Ahnung. Jetzt auf jeden Fall auch nicht so große Lust drauf hier. Komm. Ich will eigentlich nur den Boss haben, ganz im Ernst. Nur noch Boss. Kompass und dann zum Boss laufen. Mehr braucht man jetzt gar nicht. Aua. Die Würmer hier. So.
Komm her. Nix. Dauernd so eine Fliege um mich herum auch, ne? Stinke ich etwa so sehr? Stinke ich so sehr, als dass ich eine so furchtbare Fliege bräuchte? Ach, guck mal da. Da kommt der Polaroid-Effekt. Polaroid-Effekt indeed. Stimmt, wir haben das Celtic Cross mitgenommen. Das ist nice. Celtic Cross gibt nämlich viel Polaroid-Effekt. Also da die Chance für ein Polaroid ist mit dem Celtic Cross sehr, sehr hoch. Auf jeden Fall viel höher als eben, ne, mit anderen Sachen. Telepilz. Wollen wir mal gucken. Nice, nice, nice. Nice, nice, nice. Ach Leute, das ist doch mal geil, oder? Das ist doch mal geil. Bam. Zweiter Error Run in dieser Folge. Ich weiß sogar gar in dem Run vielleicht? Doch, in dem Run, ne? Ja klar, da haben wir doch das Celtic Cross mitgenommen, oder nicht? Boah, wie übertrieben, oder? Boah, wenn das auch in dem war, ne, in dem Run. Boah, richtig übertrieben, Leute, überlegt mal. Überlegt mal, wie heftig. Wenn wir das auch in dem Run hatten, ich bin mir da jetzt nicht mehr ganz so sicher. Aber dann, mega heftig. Dann ist das echt mega hart. Zweimal Errorraum in einem Run. Boah, Alter. Das hätte ich dann auch nicht gedacht. So, und... Yeah! Wuhu! Bam, 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 bam. Und was haben wir hier? Kohle, 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 Kohle. Kohle, Kohle, tralala. Kohle, Kohle, lalala. Ich weiß, ich kann nicht singen. Ich will auch gar nicht den Anspruch erheben zu singen und schon mal gar nicht den Anspruch erheben, Gronkhs Meisterwerk nachzumachen, beziehungsweise Rahmschnitzel hat das ja gemischt. Der gute Rami. Rahmschnitzel. Ich möchte eine Schnitzel haben von deiner Rahm. Ich habe letztens einen gehabt auf der Team TT-Seite, der mir erklären wollte, dass der Backfisch vom, sehr viele Backfischmisshandlungen in Deutschland gibt. Und dass das ja wohl eine schreckliche Entwicklung ist. Ich glaube, er meinte das ironisch. Dementsprechend habe ich ihm auch einen sehr ironischen Kommentar zurückgeschrieben. Wenn er das nicht... Boah, Moment mal, ich muss aufpassen, dass ich jetzt hier nicht noch verliere. Ich merke gerade, dass ich irgendwie gerade extrem lässig spiele und dabei eine Menge verliere. Das ist nicht Sinn der Sache, Kevin. Wenn es einen Sinn gibt in diesem Spiel, dann ist er nicht, ist es nicht der Sinn, also zu verlieren ist dann auf jeden Fall nicht der Sinn. Würde ich schätzen. In einem Spiel zu verlieren kann nicht der Sinn sein. Obwohl, doch, doch, ich glaube es gibt sogar ein Mario-Hack. Gab's nicht mal ein Mario-Hack, in dem es das Ziel war zu sterben? Und der war so gemacht, dass man irgendwie gar nicht sterben konnte? Oder nur sehr schwer eben? Ich glaube es gab mal ein Mario-Hack und dessen Ziel war nicht zu sterben. Ja. Nicht zu sterben ist wohl bei ganz vielen der Sinn, aber ich meine eben zu sterben. Das meinte ich. So, The Moon. Könnten wir uns mal überlegen. Überlegen wir uns genau jetzt. Denn da weiß ich, da oben ist nichts drin. Da kann ich nämlich auch einfach unten lang gehen. Und da ist dann nämlich auch gleich der Boss. Und dann sollten wir die Challenge nämlich auch schon geschafft haben. Obwohl, nein, der Satan. Es geht bis zum Satan, oder? Geht's bis zum Satan? Oh Gott, Leute, dann habt ihr ja heute doch mal eine lange Folge. Ich wollte eigentlich gar nicht so lange machen. Aber dann habt ihr heute doch eine ganz schön lange Folge. Ja, habt ihr. Shit. Ja, so ist das, TT, ne? Wenn du dir vornimmst kurz... Oh, wir haben schon wieder hier... Wir haben schon wieder 10er 9. Ist nicht so gut, ne? Aber was will ich machen? Ich mach lieber den Satan mit, bevor es hinterher nämlich heißt, ey, du hättest den Satan mitmachen müssen. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob ich den Satan überhaupt schaffe, Leute. Ganz abgesehen davon. Müssen wir mal abwarten, ob wir den Satan überhaupt schaffen. Boah, ich habe ja jetzt schon wieder keinen Bock hier auf diesen 5-Minuten-Kampf, wenn ich ehrlich bin. Ah, ich muss Bomben einsetzen, habe ich ganz vergessen. Boah, das ist voll geil, Mann. Ja, genau. Und dann haut zu früher ab, oder was? Ja, ja. Hm. So, das hier ist natürlich ein Gegner, der lebt von seinen Bomben.
So. Was du kannst mit deinen Bomben, kann ich schon lange, Mutter. Haha. So, wir können nur runter. Ich glaube aber, wir sind schon fertig. Oder? Ich muss sagen, ich finde... Fuck. Komm, geh doch kaputt, du Bombenvieh. Warum geht das nicht kaputt, wenn ich dagegen haue? Was ist das denn für eine Scheiße? Ja, Nein. Nein. Boah, Alter! Toll, toll. Guckst du mal, wie viele Herz... Ja, Ja, schafft man nicht, Leute. Überlebe ich gar nicht. Ja, wisst ihr, wie... Danke, danke. Toll. Habe ich das jetzt geschafft? Nein! Ich hab's nicht geschafft! Oh, nein! Nein! Nun gut. Was soll man machen, Leute? Ich finde irgendwie diese Hölle da unten, ne? Sheol finde ich viel schwieriger als Cathedral. Keine Ahnung. Aber die Gegner da unten sind einfach viel shittiger. Viel shittiger. Nun gut, Leute. Tut mir leid. Wir haben in den letzten drei Runs gar nichts hinbekommen. Lief irgendwie nicht, Leute. Ich hoffe, es läuft beim nächsten Mal wieder. Und ja, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Schreibt mir auf jeden Fall weitere Themen in die Kommentare. Und ja, bis dann, Leute. Euer Table Tennis Gamer. Tschüss.